Mordprozess in Salzburg. Nach der Bluttat mit einem Toten und einem Schwerverletzten vor einem Café in Salzburg-Lehen im Juni letzten Jahres kam es heute nach einem dreitägigen Prozess zu einem Urteil hier am Salzburger Landesgericht. Es sei Notwehr gewesen, er habe sich bedroht gefühlt und niemanden töten wollen. So verantwortete sich der 32-jährige Hauptverdächtige bei der Tatrekonstruktion. Der Albaner soll am 4. Juni 2019 vor dem Lokal an der Ignaz-Harrer-Straße in Salzburg-Lehen einen 46-jährigen Bosnier erschossen haben. Grund für die Bluttat war laut Anklage eine Auseinandersetzung mit dem 24-jährigen Sohn des Opfers. Nach einer Ohrfeige des Tatverdächtigen jedenfalls soll der 24-Jährige seinen Vater um Hilfe gebeten haben. Im Gastgarten des Cafés auf dem Gehsteig soll der 32-Jährige laut Staatsanwaltschaft dann aus der Umhängetasche eines 34-jährigen Bekannten eine Pistole der Marke Glock mit Kaliber 9mm gezogen und einen Schuss abgegeben haben. Das Projektil traf den 46-jährigen Bosnier in der Brust. Der Mann starb noch an Ort und Stelle. Ein zweiter Schuss traf den Sohn im Oberschenkel. Er wurde schwer verletzt, überlebte jedoch. Der mutmaßliche Täter und der Bekannte flohen. Etwas mehr als zwei Wochen nach der Tat wurde der mutmaßliche Komplize in Wien gefasst, der 32-jährige Hauptangeklagte dann im September in Düsseldorf. Der Zweitangeklagte bestritt eine Mittäterschaft bisher. Er gab an, mit der ganzen Sache nichts zu tun zu haben. Er habe nur gesehen, wie eine dritte Person dem Schützen eine Waffe übergeben habe. Die Waffe stamme nicht von ihm, beteuerte der 34-Jährige. Und vor wenigen Minuten ist das Urteil gefallen. Es lautet: einstimmig Mord, Mord nach § 75 Strafgesetzbuch. Alle acht Geschworenen hielten den Schützen für schuldig und er wurde zu 18 Jahren Haft verurteilt. Der Zweitangeklagte wurde zu 9 Monaten wegen unerlaubten Waffenbesitzes verurteilt. Aber genaueres wird uns nun der Verteidiger des Schützen Nikolaus Rasp erklären können. Wir haben zwei Vorwürfe gehabt, einmal betreffend den Sohn und einmal betreffend den Vater. Betreffend den Sohn hat das Geschworenengericht nicht auf Mordversuch erkannt, sondern unter Anführungszeichen nur auf eine absichtlich schwere Körperverletzung. Beim Vater hingegen wurde die Anklage bestätigt und unser Mandant wurde wegen Mordes verurteilt. Die Strafe, die das Gericht ausgesprochen hat, beträgt 18 Jahre. Eine Strafe, würde ich sagen, die von uns jedenfalls bekämpft wird, genauso auch die Begründung des Urteils. Was wird da genau bekämpft? Was ist bei der Begründung, was Ihnen nicht passt oder Ihrem Mandanten? Das Geschworenengericht geht davon aus, dass ein Schuss in den Oberkörper wohl jedenfalls mit Tötungsabsicht erfolgt. Das sehe ich anders. Ein Schuss in die Schulter muss keineswegs zum Tod führen. Unser Klient hat durch einen dynamischen Prozess, dadurch, dass sich der später Verstorbene im Moment der Schussabgabe bewegt hat, leider eine Stelle getroffen, die er nicht treffen wollte. Er wollte in Wirklichkeit den Oberarm treffen. Und es kam zu diesem tragischen Schicksal in Wirklichkeit nur, weil sich der Verstorbene zum falschen Moment bewegt hat. Das kann nie im Leben Mord sein. 18 Monate ist ein mittelhartes Urteil, es ist bis zu lebenslänglich, soweit wir wissen. Was sagen Sie jetzt zu dem Urteil, zu den 18 Monaten? Auch die Strafe erachte ich als überhöht und deswegen werden wir dagegen vorgehen.